Nachkriegsjugendliche bekennen sich zu ihrer Republik. Ihr macht Musik mit deutschen Texten, aber was ist denn eigentlich so die Philosophie von Apollo Schwabing? Die Augen aufs Große und den Großen aufs Auge. Ich mache ein Festival. Wir brauchen einfach einen großen Headliner, spielen selbst als Vorgruppe und dann wird in 4 Wochen jeder wissen, wer Apollo Schwabing ist. Ich buche den Zirkus Krone. Das hier will ich auflösen. 800. 1000. 800. Hast du mich lieb, oder? Hast du mich ordentlich? Hast du grad zugehört? Was soll das denn? Los, abhauen! Was ich will, ich höre. Hey! Was ich in dir sehe. Du hast mir Liter gefickt! Du betrügst dich auch selbst die ganze Zeit! Halt's Maul! Leg dich doch! Da brauchst du Fernrohr? Harry, das Rot. Ich vertrage die Pille nicht so gut. Der Schaum wirkt erst in 15 Minuten. Was denn für ein Schaum? Und ihr habt also Duff als Headliner. Komisch, dass eine Band, die eigentlich gar nicht mehr auftreten will, ausgerechnet in München spielt. Konzerte sind out! Gib mir noch eine Chance. Du bist der Typ, der uns verarschen will. Scheiße, was ist das denn? Ah, du bist also der Typ, der uns verarschen will. Ich bin der Veranstalter. Könnt ihr am 19.? Scheiße. Ich kann eure Gage nicht bezahlen. Ja, dann gehen wir jetzt. Wir holen jetzt unsere Sachen und hauen ab. Wir haben wochenlang für dieses eine Konzert geprobt und du wirst uns das nicht kaputt machen. Mir ist scheißegal, was danach passiert, aber jetzt sind wir dran. Was ist dein Konzept? Mein Konzept heißt kein Konzept. Finde ich gut.